Circa 28% in unserer Gesellschaft haben psychische Probleme. Die Dunkelziffer ist durchaus sehr, sehr viel höher, vielleicht das Doppelte oder auch sogar das Dreifache. Schnelle Hilfe bietet sich oft mit Antidepressiva, Neuroleptika oder sogenannte Tranquilizer. Psychotherapie erfolgt auch sehr oft. Heute geht es aber um die sogenannten Tranquilizer. Was bringen sie wirklich? Was haben sie für Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und Suchtgefahr? Viel Spaß, dein Juan. Hallo, du wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Ich bin der Juan und herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Heute geht es um Tranquilizer. Als allererstes, was sind denn überhaupt Tranquilizer? Tranquilizer ist ein Oberbegriff für Medikamente, aber auch für pflanzliche Wirkstoffe, die einen Menschen beruhigen sollen. Der Name, wie auch ich, bin ja halber Spanier. Tranquilizer leitet sich aus dem Lateinischen ab und heißt nichts anderes, wie man in Spanien so oft sagt, tranquilo, tranquilo, also tranquilo und heißt praktisch Ruhe, also du sollst dich beruhigen. Und daher stammt der Name eigentlich ab. Als allererstes, also praktisch der Erfinder, der als allererstes ein Benzodiazepin auf den Markt gestellt hat, das sind die Gruppe der Medikamente unter den Tranquilizer, das war Leo Sternbach. Leo Sternbach hat 1960 für das Pharmaunternehmen Hoffmann La Roche das Medikament Chlordiazepoxid erfunden. Das ist damals auf den Markt gekommen und hat dann tatsächlich in der Welt eingeschlagen und es haben dann immer mehr Menschen zu sich genommen, die vor allen Dingen unter Unruhezustände leiden, Panikattacken, Angstzustände und auch viele andere psychiatrische Erkrankungen haben. Also, wo werden eigentlich Tranquilizer, Benzodiazepine eingesetzt? Wie schon gerade gesagt, vor allen Dingen bei Panikattacken. Aber auch alle anderen Phobien. Nicht unbedingt bei isolierten Phobien, wie zum Beispiel einer Spinnenangst, weil es da wirklich nicht notwendig ist. Aber wenn es um solche Ängste geht, wie generalisierte Angststörung, Panikattacken, Agoraphobie, auch soziale Phobie, teilweise aber auch sogar bei Zwangserkrankungen, werden häufig Benzodiazepine eingesetzt. Das Perfide daran ist, dass man das früher eigentlich generell gemacht hat. Heutzutage ist man da Gott sei Dank sehr viel, viel weiter und verschreibt diese Tranquilizer tatsächlich nur noch in absoluten Ausnahmefällen. Wie wirken Benzodiazepine eigentlich in unserem Gehirn? Nun, sie docken an unser GABA an, also an den GABA-Rezeptoren. Wenn dich das interessiert, was GABA genau ist, dann verlinke ich dir das so oben auf den i-Punkt. Da wird dann nochmal genauer erklärt, wie GABA funktioniert, also in dem Video. Benzodiazepine wirken zentral nervös. Das heißt, sie docken an Rezeptoren im Gehirn an und bewirken eine Dämpfung der Reizweiterleitung, wenn man so möchte. Dies geschieht vor allem durch eine erleichterte Bindung des hemmenden Neurotransmitters Gamma-Aminobuttersäure. Und das Ganze führt dann dazu, dass dann diese Symptome, die man spürt, wie Angst, Panik, Angst und so, und Nervosität, Stress, dadurch im Körper stark gemildert werden. Nehmen wir einmal zu den Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen sind bei Benzodiazepinen nicht gerade ungefährlich. Angefangen bei Müdigkeit, Schläfrigkeit, Konzentrationsschwäche. Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Reaktionsvermögens sind auch sehr, sehr häufig zu beobachten. Das heißt, Autofahren sollte man damit besser gar nicht. Muskelschwäche ist sehr oft zu beobachten. Atemstörungen, aber es kann sogar in sehr seltenen, aber in schwierigen Fällen zu einer sogenannten Atemdepression kommen. Bei der Atemdepression ist es dann so, dass die betroffene Person gar nicht mehr atmen kann und es dann zum Atemstillstand kommt. Also hier wirklich überhaupt, also wirklich aufpassen mit so. Darin ist sehr, sehr oft zu beobachten, dass es einen radikalen Blutdruckabfall gibt. Sehr, sehr selten kann es auch zum Herzstillstand kommen. Und nicht zu vergessen ist, dass diese Mittel schnell abhängig und süchtig machen. Dazu komme ich aber dann später noch darauf. Einmal zu den Wechselwirkungen von Benzodiazepine. Man muss da ganz besonders aufpassen,
wenn man gewisse Substanzen zu sich nimmt und das vorher mit seinem Arzt absprechen, ob man das überhaupt zusätzlich nehmen kann. Also das kann dann so passieren, dass die Nebenwirkungen schlimmer werden oder irgendwelche Wirkungen überhaupt in deinem Körper entstehen, die man unbedingt vermeiden sollte. Und zu diesen Substanzen gehören Hypnotika, Opiate, Alkohol. Auch aufpassen. Alkohol ist kein Medikament, aber bei Alkohol auch aufpassen. Mit der Mischung mit Benzodiazepine verstärkt sich die Wirkung und das Ganze führt dann dazu, dass man noch sedierter wird. Und das kann zu weiteren schlimmen Nebenwirkungen führen. Deswegen Finger weg bei Benzodiazepinen mit Alkohol. Aber auch bei Antiepileptika, also die Menschen, die epileptische Anfälle haben und solche Medikamente aus diesen Formenkreis nehmen, bitte auch aufpassen, da kann es auch zu Wechselwirkungen kommen. Antidepressiva heißt nicht grundsätzlich, dass man keine Antidepressiva mit Benzodiazepine kombinieren kann. Das sollten aber dann Antidepressiva nicht aus dem Kreis wie zum Beispiel Mirtazepin sein, weil Mirtazepin ist ein SNRI und macht zusätzlich auch noch müde. Wenn man ein SNRI mit einem Tranquilizer zusammenmischt, verstärkt sich in der Wechselwirkung das Ganze noch mehr. Deswegen hier auch aufpassen. Und zu guter, also fast zu guter Letzt, Entschuldigung, kommen noch die Antipsychotika. Es gibt gewisse Antipsychotika, die machen tatsächlich auch dämpfend und wirken sehr sedierend. Die werden oft eingesetzt bei psychotischen Erkrankungen bzw. schizophrenen Erkrankungen. Und jetzt zu guter Letzt kommen wir zu den Antihistaminika. Das sind Medikamente, die in den Histaminkreislauf in deinem Gehirn eingreifen, die ja bekanntlich auch müde machen und das zusammen, wenn man sie kombiniert, führt dann auch schließlich dazu, dass die Wirkung bzw. die Wechselwirkungen drastisch verstärkt werden könnten. Welche Benzodiazepine gibt es eigentlich alle auf dem Markt? So, wenn ich dir jetzt die ganze Liste aufzählen würde, dann würde es den Rahmen dieses Videos sprengen, deswegen lassen wir das. Aber eins sei gesagt, außer das erste Medikament, also der erste Tranquilizer, was ich dir vorhin gesagt habe, das Chlordiazepoxid, enden alle anderen immer mit PAM. Also Lorazepam und die ganzen anderen aus dieser ganzen Familie enden alle in Metazepam, Oxazepam und wie sie alle heißen, Flurazepam, sie enden alle mit PAM, PAM, PAM. Also wenn du in Zukunft mal zum Doktor gehst, also sprich zum Psychiater oder Neurologen und er möchte dir irgendein Medikament anbieten, das am Schluss mit PAM endet, dann weißt du immer, es gehört zu der Familie der Benzodiazepine. Natürlich gibt es auch Tranquilizer, die nichts mit Benzodiazepinen zu tun haben und die ganz normal auf pflanzlicher Basis zu erhalten sind. Dazu gehören zum Beispiel Hopfen. Das ist zum Beispiel sehr, sehr viel in Bier drinnen. Deswegen ist Hopfen in Verbindung auch mit Ethanol. Ethanol ist auch ein Tranquilizer, aber kein Medikament. Und dann gibt es unter anderem noch die Passionsblume. Kann man zum Beispiel oft in der Drogerie kaufen. Soll auch sehr beruhigen. Sie hat aber sehr, sehr viel weniger Wirkung wie die klassischen Psychopharmaka. Aber dafür hat man auch nicht diese Nebenwirkungen. Und dann gibt es natürlich auch noch den Baldrian. Aber in Baldrian, da wissen wir auch, ist auch wieder sehr viel Ethanol mit drin enthalten. Und das erklärt auch die beruhigende, sedierende Tranquilizer-Wirkung. So, und jetzt kommt auch noch was Persönliches von mir an dich. Tranquilizer, vor allem aber die Benzodiazepine, also die Psychopharmaka, die ganzen PAM-Medikamente, du erinnerst dich, machen sehr, sehr süchtig und sehr, sehr abhängig. Wenn du an Panikattacken leidest, Angstzuständen oder soziale Phobie, anderen Stresszuständen, Burnout oder vielleicht eine depressive Episode, dann ist auf gar keinen Fall, und das lege ich dir jetzt wirklich ans Herz, Benzodiazepine eine Lösung für dich. Diese Medikamente, ich wiederhole es nochmal, machen dich süchtig, machen dich abhängig. Es gibt ganz viele, sehr, sehr viele andere Wege, wie du aus diesem Schlamassel wieder rauskommen kannst. Benzodiazepine kann ich dir wirklich nicht empfehlen, wenn du zumindest mich fragst. Außerdem habe ich in meinem Buch für dich Zwangsgedanken erfolgreich überwinden, was ich dir unten auf verlinken werde in der Kommentarbox auf Amazon, auch in meinem Buch ein komplettes Kapitel über Benzodiazepine bzw. Tranquilizer noch ausführlicher wie in diesem Video für dich geschrieben. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dich mehrere solche Themen interessieren, dann habe ich
für dich hier ein Video alles über Antidepressiva, wie sie wirken, wie die Wirkungsweise ist. Und hier unten noch einmal Herzangst, Herzphobie, Angst vor einem Herzinfarkt, wie man es überwinden kann, für dich bereitgestellt. Ich freue mich auf dich. Danke, dass du eingeschaltet hast. Dein Juan. Namaste.